Einen wunderschönen guten Tag, Palma Areal, Six All in the Mix und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute drehen wir das Video mit Blocky und Schoki. Digga, gib mal her, erstmal ist das überhaupt nicht dein Kanal, sondern es ist unser Kanal, Blocky und Schlovi. Wir machen das heute mal im Six-Style und wir checken den spanischen Lidl hier aus und wir haben uns jetzt mal die Kamera hier geschnappt vom lieben Six und versuchen das jetzt einfach mal in einem Run durchzuziehen. Und ich merke jetzt schon, wie schwer das ist. Ne? Ja, voll. Ohne Schnitte heute. Ohne Schnitte heute. Das vergessen die meisten Leute. Das ist eine hohe Kunst, was der liebe J6 da macht auf seinem Kanal. Ja, bei der Six auf seinem Kanal, da könnt ihr mal vorbeischauen. Digga, der nimmt sich die Kamera, schnappt sich die und redet einfach durch. Und das ist wirklich Kunst. Ohne Schnitt, heute real Verbal Beef und Blocky Schlovi ins Gesicht sozusagen. Genau, wir gehen zu Lidl in Spanien und ja, Lidl hat ja immer schon vielfältiges Sortiment in Deutschland. Ja, und Six, noch eine kurze Frage. Ja. Wie weitwinklig ist das Ganze hier gerade? Sehr weitwinklig, ne? Also sieht man alles, ja? Okay. So. Deswegen schauen wir mal, was die hier in Spanien haben. Ne? Was verkauft Lidl eigentlich in Spanien? Was verkauft Lidl eigentlich in Spanien? Komm, ja, wir müssen jetzt mal die Maulkörbe aufsetzen hier. Mäh. Man kann es ja ruhig so halten, weil so absetzen. Ach ja. So. Weil das ist sowieso. Das ist, geht trotzdem, ja? Okay, alles klar. So, jetzt gehen wir mal rein. Und das Video gleich beendet ist. Ne? So, was machen wir jetzt eigentlich hier? Wir brauchen Frühstück. Ja, wir wollen frühstücken auf jeden Fall. Guck mal, was es hier alles so gibt, was es in Deutschland nicht gibt, ne? Und hier, e Promotion. Spanien. So, das ist der Eingang hier, Freunde. Oh, das ist natürlich praktisch. Wagen? Brauchen wir einen Wagen? Nee, wir müssen einen Wagen. Praktisch. Wir sind auch einen Wagen. Vorne ist den Wagen holen, Alter. Siehst du? So. So sieht der ganze Spaß hier aus. Auf jeden Fall schon mal gut groß, ne? Im ersten Spaß bei Seite mit den Frauen. Boah, ist ja richtig ungewohnt. Ey, Freunde, jetzt muss ich euch hier die ganze Zeit voll labern, oder was? Ja, sorry dafür heute. Schau mal, drehen wir um. Mhm. Das ist im Vergleich zu Deutschland. Hast hier eine riesengroße Brötchenpicke. Fast eine eigene Bäckerei. Alter, das geht hier einmal komplett rum. Und natürlich, was in Spanien nichts fehlen darf, frischer Orangensaft. Auf chillig. Geil. Ja? Wollen wir mal einen mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Safe. Mach eine große fertig. So, hier. Obst, alles am Start. Ich muss ein bisschen aufpassen auf die Mitarbeiter. Linda, hast auch mal einen Wagen geholt, ja? Ja. Super, danke dir, meine Liebe. Sehr gut, so. Krass. Digga, Six, ich merke gerade wirklich, wie schwer das ist eigentlich, keinen Schnitt reinzudonnern. Allein den Arm hochzuheben, ne? Ich weiß jetzt schon, ich hatte schon einen Schnitt reingedonnert. Mindestens drei schon. Dein Leben ist auch kein Schnitt. Du musst es so nehmen, wie es ist, Alter. Ja. Alles ist gut, guck mal da. Da spielt die Musik, du verpasst alles. Hast du recht. So. War richtig auf Deutsch, bis oben hin. Nee, richtig auf Deutsch wäre wirklich bis Kante. Ja, ist doch. Top. So. Ja. Riecht auf jeden Fall sehr gut, Junge. Geil. Schön frisch gepresste Orangen, Freunde. So muss das sein. Oh, ich schwitze, es ist warm. Hey, lass einfach ein paar Baguettes mitnehmen. Ein paar Baguettes? Ja, auf jeden Fall. Und gebt euch mal die Preise, Alter. Warte mal. Guck mal, lass ich mal auf die Seite. Ich würde sagen, wir packen einfach ein bisschen ein, oder? So eine schöne Auswahl hier. Auf jeden. Was seid ihr dazu? Einverstanden? Sehr gut. Digga, 40 Cent für ein Baguette, Alter. Das ist krass. Komm, ich glaube, die vier reichen, ne? Ja, locker. Ja. Er will einfach direkt ganze Baguette wegdrücken. So muss das sein, Alter. Ja. Six, was ist bis jetzt so dein erster Eindruck so? Ja, ist wunderschön. Lidl, mal ganz anders. Ja, auf jeden, ne? Viel, viel besser als bei uns, Alter. Voll. Warte mal, Blocky hat gerade was gefunden. 12 Brötchen, 1 Euro. 1 Euro für 12 Brötchen. Das hat Six gestern auch schon ein bisschen aus dem Leben gerissen. Die Preise hier, ne? Guck mal, die Preise sind hier abartig günstig. Das ist eine andere Welt. Das ist wirklich heftig hier. Ja. So, ich will immer noch mal ein bisschen aufpassen auf die Leute, die hier auch sind. Aber schauen wir mal die Äpfel an, zum Anbeißen, Digga. Oder die sind wirklich geil, ne? Bei uns gehst du rein, so weißt du, so ein bisschen Reste schon. Ich will Berlin nicht schlecht machen, aber es ist echt so. Hier haben sie wirklich sehr, sehr viel Auswahl. Ja, voll. Schau dich das an. Mini-Böhm. Geil, Mann. Dann will ich das nehmen und reinbeißen, was? Voll. Hammer. Wow. Boah. Schön weich auch auf jeden Fall. Einer? Geil. Einer meiner Lieblingsvideos von dir, wo ich mich wirklich totgelacht habe, da habe ich dich sogar ein bisschen ausgelacht, da muss ich mich nochmal entschuldigen, ja, war, du testest in Mexiko Obst.
Oh, Digga, ey, Bruder, ich konnte nicht mehr. Ich dachte wirklich, du gehst jetzt auf den Markt und lässt dir da richtig so was rausschneiden und dann reißt du da die Plastiktüten auf. Ja. Bruder, du bist einfach in den Supermarkt gegangen, bester Mann, und er so, oh, diese Weintrauben. Oh, ja. Selbst die im Supermarkt waren so krass. Ja, ohne Scheiß. Oh, Pistachios. Ihr könnt ja mal am Ende dieses Videos reinschreiben, wie ihr das findet hier, so ein One-Take-Video. Hier schreiben so alle rein, sobald kein Schnitt mehr da ist, könnt ihr gar nichts. Aber wir bemühen uns. Guck mal hier. Ja, die Tiefkühlplätzchen. Da ist ein Steak mit bei. Geil, Mann. Sieht doch alles ein bisschen appetitlicher aus. Hier. Ja, wa? Viel ansprechender. Und hier? Natürlich. Oh. Celano-Schinken. Sinken. Jawoll. Geil. Ich glaube, das hat so ziemlich jeder spanische Haushalt mindestens einmal zu Hause. Geil. Ja. Also wenn die hier für einen stehen, Freunde, dann auf jeden Fall für hier einen Serrano stinken. Lecker! So, was haben wir hier? Freunde, Gambas dürfen natürlich auch nicht fehlen. Gambas. Schön Fisch. Willst du Sinken einmal mitnehmen? Jamón de Iberica. Ja, ich doch. Gib ihm. Und? Irgendein Sinken auf jeden Fall, oder? So, was haben wir hier? Nochmal Pistazien, Walnüsse, Mandeln, alles am Start. Geil. Sehr, sehr schön. Oh, Chorizo? Oh, der sieht gut aus hier, guck mal, oder? Oh ja. Ja, Iberico. Iberico. Arriba! So. Daran werde ich mich leider nie so richtig gewöhnen. Boah, Digga, hast du aber auch schon gut gegessen. Ja, aber noch nie so, dass ich gesagt habe, boah, es muss jetzt unbedingt sein. Aber dafür andere, dafür bin ich sehr dankbar, hier in Spanien diese Frische bei den Meeresfrüchten zu haben. Also diese Frische im Gegensatz zu Deutschland ist überhaupt nicht vergleichbar. Weil sogar mir als Meeresfrüchtehasser hier alles schmeckt. Aber ihr seht schon hier die Auswahl. Ihr habt erstmal Serrano-Schinken ohne Ende. Ja. Chorizo ohne Ende. Ja. Und das also, war's dann eigentlich auch schon. Ihr merkt, Serrano und Chorizo ist hier gut vertreten, würde ich sagen. Und war krass. Ich finde, bis jetzt schlagen wir uns ganz gut, oder, Six? Ja, auf jeden Fall. Six fürs erste Mal. Schau mal, die haben sogar Doppelpackungen. Nicht einmal. Ja. Erinnert mich auch an die Staaten so ein bisschen. Mortadella ist auch geil. Aber ist doch keiner heute, oder? Dann, bevor wir es wegschmeißen, nehmen wir lieber eine einfache mit, oder? Ich guck mal, läuft das wirklich? Ey, das läuft wirklich die ganze Zeit. Krass. Ja. Okay, ist ungewohnt für mich, ungewohnt. Was haben wir hier? Findest du sowas? Achso, hier diese Wurst für Nudeln, so. So Kindheitsstyle. Irgendwas ist das. Okay. Was haben wir hier? Bacon auf jeden Fall. Nee, nimm mal nicht den. Guck mal, nimm mal hier den. Nimm mal den, der sieht ja besser aus als der, oder? Ja, hier. Das ist hier dieser Lidl-Schinken-Bacon, wa? Anscheinend. Das ist ja wie in Deutsch. Was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Genau. So, was haben wir hier noch? Ja, naja, nimm was mit. Und, ey, Freunde, zur Fleischqualität. Das ist so krass. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Blocki und ich haben hier am ersten Tag, haben wir uns hier Fleisch geholt und haben wirklich so ganz normales Supermarkt aus dem Mercado da einfach genommen. Und wirklich, das war so heftig krass lecker. Wir sind wirklich vom Glauben abgefallen. Schreibt mal in die Kommentare auf, was wir euch kochen können. Ja. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr hier sehen wollt. Wir wollen auf jeden Fall kochen, das werden wir so oder so machen. Aber was wollt ihr sehen? Das ist die Frage. Genau, Spanien. Spanien. So. Aber Butter, haben wir Butter noch? Butter haben wir. Müssen wir haben. Können wir auch gerne mal mitnehmen. Oh, warte mal. Gebt euch, Freunde. So sieht der Lachs hier aus. Der Lachs, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? So sieht der Spaß aus hier. Übergeil. Stark. Stark. So, jetzt gehen wir mal wieder zu den Jungs und Mädels. Wie sieht's aus? Bisschen Chorizo noch so viel Stück? Ja, ein bisschen. Aber ist aber richtig fettig, oder? Ja, aber in die Pfanne eine Chorizo donnern ist doch geil. So ein bisschen angehört. Wollen wir damit heute Abend kochen? Können wir auch machen. Und dann das hochladen. Das geht auch. Wir nehmen schon mal eine mit, würde ich sagen. Chorizo da zu haben ist besser als keine Chorizo zu haben. Genau. Ne?
Brauchen wir eine Milch, Brudi? Nee, Butter. Butter. Butter ist hier. Nee, wir haben doch gesagt, wir haben Butter, oder? Butter haben wir, ja? Ja, nimm mal ruhig einmal mit. Milch, brauchen wir Milch auch noch? Nee. Milch haben wir doch. So. Margarita traditional. Und ey, Freunde, noch was, wenn ich das hier gerade sehe. Puddings. Wirklich kein Spaß. Puddings. Da sind die Spanier die größten. Wirklich, wir haben hier Schokopudding gehabt, der seinesgleichen sucht. So ein Kokospudding, der auch einfach seinesgleichen sucht. Und Blocky ist überzeugt von den Joghurts, diese Obstjoghurts. Die haben den Blocky sehr abgeholt, hat er gesagt. Sie sind sehr, sehr geil. Oh, guck mal hier. Oh, die so teuer waren in unserer Folge, weil die so dunkel sind, ne? Schau mal, wie geil die aussehen. 20 Euro, Alter. Oh, die sehen richtig lecker aus, ne? Was ist das hier? Was ist das? Crazy, ne? Was ist denn das? Ich kann es nicht mal erkennen. Krass. Hä? Six, weißt du, was es ist? Ah, nee, du magst ja Meeresfrüchte gar nicht. Ja. Das muss eine Muschelsorte sein. Die sehen. Ja, Almechas. Ja, sieht aus wie ein Haufen Russen. Die sehen auf jeden Fall krass aus. So. Heftig. Almechas. Einfach Muscheln. Muscheln. Nee, ist nicht meins, Alter. Auf die Dinger habe ich immer Bock. Ja, Blocky ist der Muschelverspeiser, der Bruder. Und hier, was ist. Oh. Hummer. Hier haben wir Hummer. Eigentlich müsste man mal sowas machen für die Leute. Den ganzen Krebs, Alter. Krabbe, Krebs, was auch immer. Du weißt schon, was ich meine. Die Leute haten krass. Mich jetzt wahrscheinlich. Wie kannst du das nicht erkennen? Ihr wisst schon, was ich meine. Aha, komm mal mit. Was hat sie gesagt? Also das ist natürlich krass, ne? Hier. Oh. Gib dir. Alles eingefroren. Wow. Oh. Das ist natürlich heftig, ne? Ja, hier habt ihr dann eure Tüten, könnt ihr dann nehmen, euch selber einfach das alles einfach portionieren. Was ein Wort, portionieren, das ist krass. Heftig. Wahnsinn. Und hier? Geil. Stark. Das ist heftig. Hier überall Paella. Richtig krass. Ich weiß gar nicht, wie oft ich krass jetzt gesagt habe in dem Video. Aber ja, richtig krass. So, schauen wir mal. Das sind wieder so meine Standardsachen. Muscheln? Digga, du bist muschelverrückt. Gambas! Gambas! Wollen wir hier so ein paar Gambas mitnehmen? Ein Kilo, 22 Euro, Digga. Das ist natürlich stramm, ne? Na, ist es halt so. Naja, dann Gambas. Ich wollte gerade sagen, weil guck mal, wir sind die einzigen beiden, die Gambas essen von den Vieren hier. Es ist traurig. Das ist wirklich traurig, weil Six isst keine Gambas. Ja. Ich finde auch nicht. Was denn? Was machen wir? Porträt mit dem Block, Alter. Porträt mit einem Block. Was machen wir gerade? Keine Ahnung. Warum? Wir haben jetzt einfach ein Bild hier gemacht mittendrin. Im Block. Ja, okay, stark. Sehr gut. Nice. Fiese Action. Geil. Real life. Hier ist aber auch Eis bei dir. Einfach Spider-Man, Digga. So, haben wir Butter, wir haben Dings, wir haben Käse. Reicht ja eigentlich. Ich komme von dieser Muschelgeschichte immer noch nicht so richtig weg. Aber oder wir frühstücken doch gerade. Oh, hoppala. Ja, naja, mein Lieber. Aber ist das schon ein halbes Mittagessen? Also ich wäre für die Muschel mit der Tomatensauce. Ja. Weißt du, die wir gegessen haben? Ja. Weil wir haben so schön Baguette, das können wir dann darin eintunken. Aber das waren, aber das sind ja so große Muscheln, wir hatten noch so kleine. Ja, aber das ist viel besser zu essen dann. Almechas! Der Bruder will Muscheln. Fiese Muschel-Action hier. Wollen wir welche? Oder Garnelen? Bruder, ich würde mich immer. Ich bin so oder so nicht Team Muschel. Okay. Ich bin eher Team Garnele, Digga. Ich guck mal, warte mal, die einfach schon 14 Minuten 50. Das
tut mir so leid für euch, Leute. Egal. Für alle, die hier jetzt noch da sind, schreibt mal rein. Schlovi. Einfach Schlovi oder Blocki. Schlovi und Blocki schreibt ihr jetzt rein. So, was haben wir hier? Patatas. Patatas bravas. So. Hier Getränke, alles am Start. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weg von denen. So, was haben wir hier? Alkohol? Trink keinen Alkohol, Freunde. Macht das nicht. So, hier kommen Hygieneartikel. Das ist aber, glaube ich, eher uninteressant für uns, das euch jetzt hier zu zeigen. Was haben wir hier? Nochmal mehr Milch. Noch mehr Getränke. Fanta Limon. Was haben die nicht? Was? Ich war auf der Suche nach Müllermilch. Haben sie nicht. Müllermilch haben die hier nicht. Nee, haben die nicht. Trinkst du gerne Müllermilch? Sehr, sehr gerne. Aber was sie dafür hier haben, Bruder, und das ist viel besser als Müllermilch. Aquarius. Aquarius. Beste. Geil. Aquarius ist einfach beste Leben. Wirklich übertrieben lecker, diese Sache. Da kommt der zuckerabhängige Baron, hä? Der Six ist nämlich ein bisschen zuckerabhängig. Ich brauche nicht, ich trinke nicht, ich liebe Cola. Ja. Ohne Witz. Ist aber auch eine Sucht irgendwann, leider Gottes, ne? Ja. Alles macht irgendwie abhängig. Alles macht abhängig. Aber im Grunde genommen ist eine Sucht ja breit ausfächerbar, weil Sport kann auch eine Sucht sein. Alles kann sich zu einer Sucht entwickeln, ne? Ja. So, was haben wir hier? Smoothies. Auf Mini-Basis. So. Schauen wir mal jetzt, wo die anderen beiden sind. So. Samping, Jungs. Auf diese trockenen Cracker-Sachen stehen die hart, ne? Das ist mir richtig auch schon aufgefallen. Aber hier, ein ganz anderes Level, ne? In allen Variationen auf jeden Fall. Also wirklich interessant, weil ist ja komplett anders. Oh. Ja, Mann, guck mal hier die Burger-Patties, Digga. Burger-Buns meine ich, also Patties. Burger-Buns. Übergeil. Stark. Da wäre schon wieder der nächste Schnitt da gewesen. Ich habe mich einmal versprochen. Normalerweise mache ich sowas raus, aber das bleibt jetzt hier alles so. Ja, Mann. Ah, ich habe mich schon gewundert. Ich dachte mir immer, haben die keine abgepackte Paella in Spanien? Natürlich haben sie abgepackte Paella in Spanien. Hier. Schwarze, normale. Negro. Valenciana. Alles. Oh, sogar Iberico hier ist eingearbeitet mit so. Ist das Käse? Geil, das ist geil. Chili con carne. So, was haben alleine wir hier? Alleine das Lidl ist ein Grund hierher zu ziehen, Digga. Ich schwöre, ist krass hier. Oh, hier, guck mal. Na, das haben wir in Deutschland auch. Ja? Nicht mal drauf geachtet, tatsächlich. Aber Aioli hier, Digga. Also, wenn die hier auch eins haben, dann Aioli. Das ist hier krass. Aber er liebt mich ja, ne? Und Digga, weißt du, was wir irgendwann mal ausprobieren wollten und es nie gemacht haben? Die hier, Bruder. Weil die ja so fettig war. Ja, das ist Super Sala. Boah, ja. Digga, ich hab einmal angefasst. Wollen wir eine Super Sala mitnehmen? Ich will es mal endlich jetzt hinter mich gebracht haben. Ja? Ja, ich will die jetzt ausprobieren. Sehr fettig, ne? Keine Frage. Aber wir müssen die jetzt mal ausprobieren. Haben wir so lange gesagt und haben es noch nicht ein einziges Mal gemacht. Super Sala de Mallorca. Soprasada. Geil. So, schauen wir mal. So, was haben wir hier? Was ist das? Einfach so eingearbeitete Nüsse. Keiner Power-Snack sozusagen. Ja, die hat auch. Oh, sorry! Oh. Die hat auch Joaquin auch bei sich. Die nimm mal mit. Okay. Was haben wir hier? Melon, hier der Sapo. Wahrscheinlich schon alles falsch ausgesprochen heute, aber egal. So. Ja, komm, kommen wir auch langsam zum Ende hier, wa? Ja, warte mal. Lass euch Zeit, Jungs. Was ist das? Kein Plan. Crazy Sachen manchmal hier in Spanien. Ja, hab schon, weiß ich nicht. Was denn? Salz auf jeden Fall. Ach so, Pfeffer. Nee, Pfeffer hatten wir, glaube ich, nicht. So. So. Ja, also ich bin gespannt, wie ihr auf dieses Video reagiert. Ja. Ob wir das machen sollen oder halt auch nicht, ne? Ja. Wie gesagt, so ein kleiner One-Take halt, ne?
Oh, warte mal. Ja, wieder deine kleinen Mini-Muscheln, ne? Ja. Die Muscheln, ne? Muscheln. Ich hab irgendwie auch voll Bock auf... Dann brauche ich die Calamaris nicht mehr hier. Die Calamaris haust du dann weg. Ein ja, wenn man entspannen ist, dann schon Meeresfrüchte. Und, Freunde, gebt euch Thunfisch. Guck mal. Einfach eine riesen Box Thunfisch. Für 5 Euro. 1 Kilo. Ich glaube, ist ziemlich in Ordnung, der Preis. Gewürze. Was hast du dir da an? Mini-Salzgurken. Oh, hasse ich wie die Pest, ne? Salzgurken, oder Salzgurken ist so die einzige Sache mit, die ich niemals essen würde. Aber sexy, Digga. Nein, nein, es ist einfach nur salzig, Bruder. Es ist einfach so. Es ist, als wäre, als hätte ich mit zu viel Salz auf mein Ei gemacht. Nee, das erinnert mich an Russland, so, weißt du, meine Eier. Ja, gut, ihr seid. Russland ist sehr viel mit eingelegten Sachen. Ja, Mann. Wir haben mal so eine Challenge gedreht, da wurden mir die Augen verbunden. Mhm. Und da musste ich so russische Sachen essen. Bruder, ihr seid crazy. Ihr legt auch Melonen ein und so, ne? Alles. Melonen, alles ist da eingelegt. Aber Brudi, haben wir noch Eier? Oh, die einen Limoncello mitnehmen? Ja, nein, wir trinken natürlich keinen Alkohol. Nein, ja, lass den Limoncello mitnehmen. Eier, haben wir Eier? Ja, hat sie schon mitgenommen. Okay. Cremigen oder kein Cremigen? Den Cremigen hatten wir noch nie, aber da ist ein Prozentunterschied, der sich gewaschen hat, also kein Cremigen. 30 und 17. Gut, kein Cremigen. Für morgen. Ja, geil. So. Ja. Salz? 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 Genau. Danke. Gratis. Mach was geht bei dem, Alter. Das Salzgurken. Beste Frau, Alter. Ich werde überlegen, ob ja oder nein, soll ich dem jetzt eine geben, oder? So, jetzt sind hier die Kassen. Auch sehr modern und nicht wirklich schlechter als bei uns, sogar im Gegenteil viel, viel besser. Also super modern, die Kassen und auch die Aufstellung, die Reihen, super clean, alles steht gerade. Wie gesagt, ich will nichts schlecht machen, zum Beispiel in Berlin, aber wenn du in Berlin in Lidl gehst, ist meistens alles schon so fast wie ausverkauft. Kartons liegen auf dem Boden, hässliche Reste, so weiß ich mal. Mhm. Hier ist das nicht so. Ja, das ist die ganze Unterschied wie Tag und Nacht, Digga. Ja. Alleine vom Sortiment schon. Hier ist rein keine Cola mehr oder keine Müllerlicht mehr in Berlin. Hier gehst du rein, hier ist alles. Wie gesagt, folgt auch auf jeden Fall J6 auf J6, J-S-I-X.